Die Top 10 Highlights der Frauen bei dem ersten German Beach Tour Turnier in Düsseldorf werden euch natürlich präsentiert von der Allianz. Und wir starten direkt mal mit einem richtig saftigen Headshot. Das Ganze hatten wir doch in Stuttgart schon mal. Sarah Overländer in Richtung Melanie Gernert, die kriegt hier richtig schön einen auf den Dötz. War alles in Ordnung, hat nicht sonderlich wehgetan, aber Frau Gernert hat definitiv noch eine Karriere als Stunt-Double vor sich. Auf der 9 geht's ausnahmsweise mal nicht um Chiara Walkenhorst, die ist hier nur Nebendarstellerin für Leonie Kürzinger, die in der Partie gegen Chris Kozan mal wieder ihren turmhohen Block präsentiert. Wow, Stuff-Block, Leo Kürzinger. Da mal die Höhe nachmessen, da musste sich auf der Welt auch wirklich vor nicht so vielen verstecken. Jetzt geht's aber um die Olympiasiegerin. Frau Walkenhorst übernahm so ein bisschen die Familienkrankheit mit der Annahme am Wochenende, konnte das Ganze vorne aber mit einer ganz frechen Aktion und ganz viel Gefühl im Handgelenk wieder gut machen. Auf der 7 gehen wir rüber zu Court 2 und das Highlight muss doch Martin eingepflegt haben. Paula Schürholz im Duell der jungen Wilden, zugegebenermaßen mit einem heftigen Hit in den 3-Meter-Raum und einem ordentlichen Stairdown obendrauf. Wir springen zurück zum Center Court. Auf der 6 die U19-Weltmeisterin Tina Eulenbruck, ebenfalls mit einem ganz schmackhaften Winkel. Oh mein Gott, Tina Eulenbruck! Platz 5, eine der längsten und spektakulärsten Rallyes im Viertelfinale auf der Loser-Seite zwischen Eulenbruck-Ferger und Interimsteam Belen Overländer, / eher ein Privatduell zwischen Sandra und Anna, in dem Fall mit dem besseren Ende für Sandra Ferger. Wow. Und der lebt immer noch, was eine Rallye. Ja, und jetzt belohnt sie sich diagonal runter, Sandra Ferger. Belen Overländer zogen dann aber ins Halbfinale ein, gegen das Team physische Übermacht mit der Blockdominanz von Leo Kürzinger. Anna Belen hatte gelegentlich auch ein paar Problemchen mit Leo, hat dann hier aber einfach mal einen ganz neuen Schlag erfunden. Fadeaway Cutshot, Niklas Rudolph wäre stolz. Wir gehen aufs Podium und Stichwort Podium, Melanie Gernert seit 2019 das erste Mal wieder in Medaillenrange. Und die Frau mit den meisten Medaillen of all time auf der deutschen Tour verdiente sich diesen Finaltrip mit einer unglaublichen Defense-Leistung. Und das war noch nicht mal die spektakulärste Szene von der Frau mit dem Dieselkanister. Platz 2. Unser DJ Oscar hat wirklich ordentlich gezündelt am Wochenende. Lärmbeschwerdeprobleme gab es dann aber doch eher wegen dem Ein-Mann-Fanclub von Robin Sova. Die Coole des Turniers geht an Itze Schrei, Shinoa Christ. Wow, starke Mann. Zwei ganz, ganz gute Kontakte. Anne spät im Block, schauen wir mal. Wow. Junge, mit einer Reverse-Coole. Ja, der Kontakt von Anne ist sensationell. Melli kratzt sie noch von unten. Ab in die Top 10 für Shinoa Christ. Yes. Guckt euch mal die Coole an. Und auf der 1, wir haben es angekündigt, Melanie Gernert, wahrscheinlich die Spielerin des Turniers, Gummiwand-Mode enabled, mit einer wirklich unfassbaren Reaktion in der Abwehr. Das ist der fällt, der fällt, der fällt, der fällt! Melanie Gernert! Unglaublich, 10 Applaus, Melli Gernert. Was waren es jetzt, 3 Weltklasse-Abwehren in einem Ballwechsel? Wahnsinn. Macht in den Kommentaren jetzt mal ordentlich Alarm für die Ladies. Das war schon ein richtig ordentlicher Start in die German Beach Tour. Und dann ist es jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren. Denn in den nächsten Monaten wird hier ganz, ganz viel Content rund um die besten Damen und Herren im Beachvolleyball geben.